ist auch das, was ich vorhin meinte mit, wir müssen einfach mal auch mal die andere Seite rauslassen, nicht nur hier stehen und natürlich, wie Bernd sagte, auch das ist ein Thema bei uns hier, der Frieden muss in uns beginnen, ganz klar, stehe ich auch für. Das ist ein Teil, aber wir haben nicht nur das Innere in uns, wir haben auch das Äußere um uns herum. Und wer spirituell drauf ist, der wird vielleicht dann sagen, okay, ich habe ja mir auch ausgesucht, in dieser Dualität zu inkarnieren. Das heißt, ich bin auch hier in dieser grobstofflichen Welt. Und natürlich muss ich an mir selber arbeiten, muss den Frieden in mir selber schaffen, aber ich muss auch den Frieden nach außen verteidigen. Und vor allem auch laut werden, damit die Menschen endlich wach werden. Es sind noch so viele Menschen, die schlafen und das in der jetzigen Zeit. Und vielleicht auch mal so zwischendurch, als Zeynep sagte, laut werden, vielleicht auch mal, oder sagen wir mal so, letzte Woche sprach mich jemand an und sagte, ich finde das total klasse, was ihr hier macht und ich würde euch gerne unterstützen, damit ihr hier besser rüberkommt und euch mal eine vernünftige PA-Anlage hinstellen und vielleicht mal einen Riesenapplaus für den Wolf, der das hier uns ermöglicht hat, dass wir hier schon mal wieder ein bisschen lauter sein können auf dem Schlossplatz. Ja, und so kann jeder ein bisschen was beitragen. Jeder hat irgendeine Fähigkeit, jeder hat irgendetwas, was er dazu beitragen kann. Wir suchen dringend noch jemanden, der vielleicht einen Hänger hat und die Möglichkeit hat, hier so logistisch ein bisschen zu unterstützen, damit wir die Sachen transportieren können. Irgendwie wird mein Auto langsam zu klein. Also einfach mal schauen, wo kann ich mich einbringen, was habe ich zur Verfügung, entweder an Talente, Musik reden oder im Hintergrund irgendetwas zu tun. Es passieren so ganz viele schöne Sachen. Ich jetzt überlege auch unsere Mahnwachen-Helfen-Aktion, die Ukraine-Hilfe, die in Hannover gestartet ist. Wir hatten schon bis letzte Woche 350 Kisten und über 800 Euro gesammelt. Und die Sachen werden dann in die Ukraine auch mitbegleitet von jemandem hier aus Braunschweig, von jemandem aus Hannover. Da kam jetzt noch das Schwedenheim dazu, hier in Braunschweig, mit nochmal ungefähr 200 Kisten an Kindersachen, also so, dass wir ungefähr 550 Kisten an Kindersachen, an Wintersachen, an Decken haben einsammeln können und dann eben halt den Flüchtlingen da unten zur Verfügung stellen können. Also man kann ganz, ganz viel auf die Beine stellen, auch ohne, dass man irgendwie eine Regierung braucht, einen Staat braucht, der das Ganze dann entweder beschließt, bestimmt oder finanziert. Wir können so viel selbst bewegen, wenn wir nur einfach anfangen, die ganze Sache mal in die Hand zu nehmen.